So, hier sind wir wieder und... Wir treten zur Standpauke an. Vielleicht hätten wir es nicht tun sollen. Aber hier ist ein Herzteil. Yeah! Du hast ein Herzteil erhalten. Damit hast du nun einen vollständigen Herzcontainer. Deine Lebensenergie wird um ein Herz erhöht. Yay! Das war's wert. Nein, nicht mit dem reden. Das darf doch nicht wahr sein. Was hast du getan? Mein angefertigter Kronleuchter ist komplett ruiniert. Du wirst so lange für mich arbeiten, bis jeder einzelne Rubin, der in dem Kronleuchter steckt, abzubezahlt ist. Nun, bist du damit einverstanden? Sag mal nein. Was passiert, wenn wir nein sagen? Ich weiß es nicht, aber es ist besser, ja zu sagen, glaubst du mir. Aber warum? Ja, ich sag mal nein. Ich höre wohl schlecht. Du hast die Nerven, zerstörst meinen Kronleuchter und glaubst dann noch, ungeschoren davon zu kommen. Okay. Bist du bereit, für den kaputten Kronleuchter aufzukommen? Okay, komm. Gib mir Arbeit. Komm, gib mir Arbeit. Komm. Ja, gib mir Arbeit. Genau. Ich brauche Arbeit, ja. Ich bin arbeitslos. Nun, ich werde dich an dieses Versprechen erinnern. Also gut, wie wär's, wenn du als erstes dem Schwertmeister im Wolkenhort meine Suppe bringst? Er gehört zu unseren Stammgästen und meine Suppe gibt ihm Energie für den Unterricht. Also, wirst du dir eine Suppe bringen? Jetzt nicht. Ein Mann, ein Wort. Ich möchte, dass du diese Suppe hier dem Schwertmeister bringst. Ist das klar? Jetzt nicht. Ja, ich muss ja sagen, ja. Damit er erstmal ja merkt. Keine leere Flasche. Gib mir auch eine. Wenn du Suppe mitnimmst, brauchst du eine. Ich möchte aber keine mitnehmen. Sieh zu, dass du mal wieder eine leere Flasche hier antanzt. Los. Oh mein Gott, ja, okay. Das. Da ist ein blauer Rubin. Das ist die Tochter von dir. Sieh nur, was du angerichtet hast. Ich hätte dir die Rubine wohl nicht erwähnen sollen. Dabei wollte ich dich warnen, ja, du hast mich gar nicht gewarnt. Gib mir bloß nicht die Schuld, dein Vater, der nun eine Standpauke hält. Ja, hat er schon. Das bringt nicht, wenn wir uns den Rubin holen. Nee, wir sind schon voll. Wir sind schon voll. Ich bin so voll. Genau, morgens halb 8 in Deutschland. Bon. So. Dann. 1, 2, 3 and freestyle. Egal, wir haben eine wichtige Information bekommen. Ja. Und zwar über den Friedhof. Genau, Friedhof. Und ich glaube ja. Und wir können das Signallicht mal wieder wegmachen. Das stört nur. Bei dem Wort Eleganz muss ich sofort an Girahim denken, den alten Türken. Du glaubst, dass das der Dämon ist? Ja. Nein, ich weiß, es ist falsch, aber irgendwie hat er mich voll daran erinnert, so Eleganz. Ja, ja, irgendwie Girahim, ne, der macht immer so einen auf so einen Tunte. Snob, ne? Ja, so gebrochene Handlänge, so. So ein Schnösel halt. Ja. So, dann würde ich sagen... Was ist, wenn du ganz nah unter am Boden ab... Geh mal weiter runter. Ja, warte, ich will bei der Ritterschule wieder mit. Jetzt. Ja, dann fliegt er automatisch wieder hoch irgendwann. Naja, ist ja egal. Oh, hallo Gruß. Red bloß. Tschüss Gruß. Da musst du wieder vorlesen. Wieso gehen wir jetzt dahin, hä? Ganz einfach. Wir müssen den Wolkenhort bei Nacht erkunden. Ah. Hallo Kuku. Tschüss Kuku. Hauptsache du weißt, wie die alle heißen. Natürlich weiß ich das. Ist Cookie die Schwester von Kuku? Nein. Schade. Zimmer von Link und da wartet jetzt schon eine böse Kreatur auf uns. Moment, jetzt setzen wir was ein. Scheiße, Mann. Unsere Geldbörse ist ja noch voll. Ja. Oh, Moment, das ist gar nicht schlimm. Bis wann möchtest du schlafen? Bis nachts. Ist ja cool, wie der seine Sachen ablegt. Arschbombe. Ich lass mich nie so ins Bett fallen. Nein, ich auch nicht. So. So, jetzt ist es schon dunkel und was ist das? Wir hören und jetzt, etwas aus dem Nebenzimmer. Jetzt ist nur oben offen. Wir hören etwas aus dem Nebenzimmer. Bom, bom, bom. Jetzt die Bockwürste. Jetzt die Bockwürste, oh weia. Los, ich habe eine Unterhose auf dem Kopf und bewerfe dich mit Bockwürsten. Oh. Oh mein Gott. Nicht gut. Nein. Wozu entwickeln wir uns nur?
Hallo Kuku, schläfst du auch mal? Den hast du vorgelesen, oder? Ja. Hey Link, pass bloß auf, ey. Pass bloß auf, in der Nacht sind allerlei Monster hier unterwegs. Ich mache einen Rundgang und sehe nach dem Rechten. Um diese Zeit kriechen die Geister und Ungeheuer aus ihren Löchern. Es ist die Pflicht eines Ritters, die einfachen Menschen zu beschützen. Findest du nicht? Ja. Dein Nebenjob. Dein Nebenjob? Link, ich beginne an deine hehren Absichten. An deinen hehren Absichten zu zweifeln. Man wird nicht Ritter, um damit Geld zu verdienen. Genau, man wird nicht Let's Player, um damit Geld zu verdienen. Genau. Ich jedenfalls werde Ritter, um die Sicherheit der Menschen zu garantieren. Abo geil, ihr Dank ist mir Belohnung genug. Genau, das Abo ist Belohnung genug. Also immer schön abonnieren, ne? So, und wo sind die Monster? Oh, ein Glitch, Bro, oh, ein Glitch. Wir haben noch keinen Guy. Ja, und der droppt dann nicht mal was, ey. Blöde Sacke. Was ist das? Ach, wenn die Katzen nie fliegen können? Ja. Fledermäuse, ich mag sie nicht. Da will ich hin, wo die ganzen Augen sind. Was ist das, Geldautomat? Was, Geldautomat? Hä? Tja, muss mal rechts gucken, das sieht aus wie ein Geldautomat. Wow. Ein neuer Monsterklaue. Da. Ach so, nein. Das ist kein Geldautomat. Links, geh links. Los, geh links. Augen. Wo hast du Augen gesehen? Links. Da. Oder was ist das? Das sind Flammen. Das sind Lichter. Sieht aber aus wie Augen. Das sieht aber aus wie Döner, ne? Ja, genau. So. Jetzt gab es hier noch Insekten. Döner. Nein! Was zieht er jetzt ein Schwert? Scheiße. Leuchtkäfer. Komm her. Komm her, du. Komm her. Nein. Schwing doch mal so zack. Da. Ich will's haben. Haben will. Los, gib's mir. Jetzt. Jawohl. Geht doch ein. Du hast ein Wolkenglühwürmchen gefangen. Gilt als das letzte Insekt überhaupt und kann ausschließlich an dunklen Orten gefunden werden. Also bei uns in der Hose oder im Bauch oder im Kopf. Ja, genau, in der Hose. Ich hab Leuchtkäfer. Ich hab Glühwürmchen. Guck mal, meine Hose leuchtet. Verstrahlt. Ach, fickt euch, ihr Glühwürmchen, ey. Ey, du hast geflucht. Ich darf nur fluchen. Hey, du scheiß Katze, ey. Die hat was gedroppt. Hat sie nicht, die droppen nie was, die sterben auch nicht. Ach so. Aha, woher weißt du das? Nicht, lieber. Och man, drop doch mal was. Droppen irgendwie gar nichts. Was soll jetzt hier passieren? Den Grabstein verschieben. Ach. Und dann geht die Tür auf. Das wusstest du jetzt so, dass das der Grabstein ist, ne? Ja, der hat gesagt, der Grabstein am Baum. Ach so. Da siehst du, ich hätte nämlich jetzt erstmal nicht gewusst, wie ich da weiterkomme. Ja, okay, wir sind das auch ein bisschen schnell durchgegangen. Normalerweise sitzt man da erstmal 5 Minuten und denkt die ganze Zeit, der Grabstein am Baum. Vergewaltigung! Pellefühle, Spasti! Ich rette dich! Und jetzt ist da Cookie und wird gerade von ihrer Mutter vergewaltigt. Was? Das ist einer mit einer Maske. Glaube ich nicht. Doch, glaube ich wohl. Okay, glaube ich nicht. Ist es ein Endgegner? Na warte, der kriegt erstmal schön Skyward Beam in die Fresse, ey. Komm schon. Und? Oh, Hilfe, nicht Schlangen, bitte verschone mich. Ich mag furchtbar flüssend aussehen, aber ich bin kein Unhold. Lass mich dir zuerst etwas erklären. Mein Name ist Morsego und wie du ja sehen kannst, bin ich ein Dämon. Ich wohne hier im Wolkenhort. Aber ich tue keiner Seele etwas zuleide und Kindesentführung liegt mir fern. Im Gegenteil, dieses kleine Mädchen ist die einzige, die keine Angst vor mir hat.
Die Tatsache, dass sie mit mir Zeit verbringt, ist wie ein Geschenk für mich. Aha. Ich wäre ja so gerne mit den Menschen hier im Dorf befreundet, doch leider fürchten sich alle aufgrund meines dämonischen Aussehens vor mir. Dabei würde ich mich wirklich gerne mit den Menschen anfreunden. Aber ich fürchte, dass mein Aussehen sie immer wieder in die Flucht treiben wird. Es ist eine Tragödie. Obwohl, es gibt da allerdings eine Legende, die man sich unter Dämonen erzählt. In ihr ist von den Juwelen der Güte die Rede, die man erhält, wenn man den Menschen an Freunde bereitet. Mit einer großen Anzahl dieser Juwelen der Güte soll es möglich sein, sich von einem Dämon in einen Menschen zu verwandeln. Ich habe einen Entschluss gefasst. Ich möchte ein Mensch werden. Junger Edelmann, ich habe das Gefühl, dass du ein Mann reinen Herzens und voller Güte bist. Jetzt sollen wir dem die dummen Diamanten holen. Aus diesem Grund würde ich dich gerne bitten, für mich die Juwelen der Güte zu sammeln. Würdest du das für mich tun? Jo. Tatsächlich? Ich habe gehört, wenn man Menschen hilft, ihre Probleme zu lösen, erhält man die Juwelen der Güte. Okay. Manchmal scheinen sie auch an Orten, an denen sich viele Menschen versammeln. Überall im Wolkenmeer. Auch der Wolkenhort ist solch ein Ort. Oh, das reimt sich. Ich habe dich, der du ein reines Herz hast, verzaubert, sodass du von nun an die Juwelen der Güte sehen kannst. Der Zauber wirkt jedoch nur nachts. Suche die im Wolkenmeer verteilten Juwelen der Güte, also stets in der Nacht. Aua. Ich werde dich selbstverständlich reich dafür belohnen, das steht außer Frage. Jo, und du wurdest nicht vergewaltigt. Hi. Der Dämonenonkel ist gar nicht böse. Er hat mich gerettet. Falls ich was von der Klippe gefallen wäre. Nachts ist es draußen gefährlich, hat er gesagt. Deshalb warte ich, bis es hell ist. Dann gehe ich wieder zurück zu Mama und sag ihr, wo ich war. Oh mein Gott. Okay. Also, wir suchen jetzt erstmal Güterjuwelen. Denn im Wolkenmeer sind ganz, ganz viele und ich kenne so ein paar Verstecke auf jeden Fall noch. Habe ich so im Kopf. Sag mal, hängen wir hier unterm Wolkenhort? Ja, so in der Art. Was? Nein! Wo ist dein Vogel? Geht nicht, es ist Nacht. Ja und? Es ist Nacht und ich bin nicht von dem Steg gesprungen, sondern ich bin runtergefallen. Oh mein Gott, jetzt... Ah, jetzt gibt's hier eine Standpauke, ja, kein guter Ritter. Und vergiss nicht, nur Ritter von den Luftrettern sind dazu befugt, nachts Wolkenvögel zu reiten, weil unsere Wolkenvögel, die schlafen nie. Weil wir sie auf Ecstasy haben. Jo. Pauli Trippon Ecstasy. Los, Link, hüpf. Das sieht echt aus von hinten, so ein bisschen wie ein Kanickel. So, hopp. So. Glipschi, Ruhe. Los, mach Glipschi kaputt, vielleicht krieg ich ein Glipschi. Ich mach Glipschi nicht kaputt. Mach Glipschi kaputt, los. So. Erstmal. Du machst Glipschi wohl kaputt. Ja, ich mach Glipschi kaputt. Weißt du, was das Zelda hier haben müsste? Was denn? Frostbite 2. Okay. So mit zerstörbaren Gegenständen. So Fahnenmast. Zack. Kaputt. Moment. Und das sind diese Kifferkatzen. Kifferkatzen, ja, das trifft es ganz gut, Kifferkatzen. Und woran sieht man die jetzt? Die Juwelen der Güte, die sieht man einfach. So ist das halt. Ne, hier war das nicht. Aber wir müssen noch nach zurück in die Höhle des Todes. Achso, Da gibt's auf jeden Fall reichlich Juwelen. Welche Insel war das eigentlich mit den ganzen Bäumen, die man ummähen muss? Ach, die zeigen wir dann später. Achso. So, haut mal schön ab. Kann ich schön verdrücken. So, ich möchte mindestens 10 Stück haben. An Güterjuwelen. So. Welche Farbe haben Güterjuwelen? Die sind so orange. Orange-Gold. Lauf. Moment. Aus der Halle. Scheiße. Ah, da! Ja, endlich hat einer mal Glipper gedroppt, ey. Glippi, glipsch. So.
Du jobbst doch bestimmt auch Glibber, oder? Lieber Glibber, lieber. Ah. Zack. So, hier hoch. Ist die scheiß Hülle auch mal bald vorbei? Ja, ist doch der Ausgang. So. Und dann. Dann. Gehen wir hier raus und hier ist ein Güterjuwel. Du hast ein Juwel der Güter erhalten. Dieses Juwel ist aus der Dankbarkeit einer dir unbekannten Person entstanden. Sammle für Morsego noch mehr Dankbarkeit in kristallisierter Form. Aha. So. Und? Ah, und zurück gibt's einen kurzen Weg. Nein, das ist nicht der Rückweg. Hier ist nämlich noch eins. Schön, was? Wundervoll. Schon haben wir zwei. Sehr gut. Und du willst 10 haben? Ja. Ach, ich will 10 haben. Müssen wir jetzt die ganze Höhle wieder zurücklaufen? Leider ja. Ich weiß, ist ätzend. Spawn. Ja. Nein, nicht hier lang. Da war ein Käfer. Ach, echt? Ja, egal. Auf der Mauer, so eine spinnenartige. Goldene Kreatur. Na, egal. Scheiß drauf. Dupdi-dup. Ah, die droppen noch nicht mal was. Die nerven einfach nur. Gehen mir einfach nur auf den Sack. Und wenn die Fledermaus mal sowas droppen, dann sind das natürlich immer Rubine, ne? Immer nur Geld. Da ist da was. Da ist ein Käfer. Ein Feuron-Dingenster Leuchtkäfer. Nein, ein Glühwürmchen. Da. Flüchten! Nix gedroppt. Jobst du was? Nee. Boah. Säcke, ey. Ich glaube, das ist von Spielstand zu Spielstand unterschiedlich, was so für Schätze kommt. Ja. Und ich glaube, auf diesem Spielstand haben wir, was den Glibber angeht, irgendwie extrem Pech. Okay. So, jetzt auch mal bitte wieder ohne Lex. Dankeschön. So. Was? Schwimmen ist so ätzend hier, wenn man noch nicht richtig schwimmen kann. Einhändig. Boah, Link, hast du überhaupt gelernt, ey? Können die schwimmen? Ja, anscheinend schwimmen. Sie können schwimmen. Hier war das auch nicht. Aber, wow, keine Lecks. Keine Lecks. Weil ich finde, Lecks, die sind so gar nicht gut, weißt du? So, Nummer 3. Kommt ihr seht mal, wenn wir einen finden, so was? Leider ja. Boah. Es sei denn, wir sammeln welche mit dem Käfer auf oder so. Vielleicht sollte man das machen, weil ich glaube, das ist sinnvoller. So. Dann. Ist da oben noch ein Käfer? Oben auf dem Dach? Nee. Ein Käfer? Ja, ich dachte, da wäre noch so ein Wolkenhirschkäfer, der ist da so manchmal. So, dann. Jetzt finden wir schon ein sehr schwieriges von diesen Juwelen. Und wo? Hier kann man Items einsetzen. Da oben auf dem Balken. Genau, da muss man erstmal drauf kommen. Das habe ich auch nur... Später wird es sehr einfach, diese verstreuten Juwelen der Güte zu finden. Und das habe ich dann erst... Können wir eigentlich noch neue Schwerttechniken üben? Nein. Wir kennen so ziemlich alle Schwertechniken, die es so gibt. So, sehr gut. Dann hole ich mir noch eins. Und dann kriegen wir gleich, helfen wir gleich noch einer Person. Und dann kriegen wir noch einen. Ey, gar nichts, die droppen mal so. Ja. Ey, ist das fies. Fiese Viecher, ey. Boah, diese meine Fresse. So, hier ist ein Haus. Und da ist ein Juwel der Güte.
Ah, okay. Cool, wa? Die Leute denken, was macht der da? Was macht der da? Er kommt hier rein. Und hält irgendwas fest. Hält irgendwas fest, das wir nicht sehen. Und geht wieder raus, ja. Sehr freundlich. Ohne was zu sagen. Okay. So muss das sein. So, dann. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zu Cookie. Also zu Cookies Haus. Und sagen ihrer Mutter mal, dass alles in Ordnung ist. Und kriegen dann einen. Problem. Weil der wird ja gütigen Menschen gegeben. So. Den kriegt man aber, glaube ich, erst tagsüber. Das war irgendwie hier ganz seltsam. So. Du hast meine kleine Cookie also gefunden? Du sagst, sie ist bei einem freundlichen alten Herrn? So in der Art. Dann muss ich mir wohl keine Sorgen machen. Ich hoffe, sie kommt wieder zurück nach Hause. Jo, dann, Was ist das für ein... Ist das wahr? Du hast Cookie wirklich gefunden? Ich hab's gleich gesagt. Hier, wenn man zu warten hat, gibt es eben keine unholdige Kinder entführen. Ja, ja, ja. Und ja, ich bin nur verheiratet zur Tarnung und so. Genau, ja. Ja, yeah, geil. Das macht denen nix aus. Ein Ehebett, yeah. Kann man tolle Sachen drin machen. Ich fühle mich befreit. Oh, Link. Dank dir ist meine liebe Cookie gesund und munter nach Hause gekommen. Wie kann ich dir bloß danken? Du kannst mir einfach ein Juwelen. Kann ich endlich wieder ruhig schlafen? Ich danke dir für deine Güte. Aha. Du hast 5 Juwelen der Güte erhalten. Ein Juwel der Güte beinhaltet menschliche Dankbarkeit in kristallisierter Form. Hilfst du einem Menschen, so erhältst du stets 5 Einheiten davon. Aha. 10. 10, genau. So, und was? Jetzt haben wir 10. Und wie viele braucht der? 10, ne? Ja, wahrscheinlich. Nee, der braucht mehr als 10, das kann man schon sagen. Also. So. Das heißt, wir müssen noch mehr Leuten helfen. Ja. Aber die Leute brauchen oftmals Hilfe. In diesem Spiel hier. Aber der Part ist jetzt auch vorbei. Und genau. Dann würde ich mal so sagen, im nächsten Part geben wir dann mal so die Juwelen ab. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja. Und wenn ja, könnt ihr ja so ganz tolle Sachen machen. Abonnieren, kommentieren, alles mit Ian am Ende. Genau. So. Und dann würden wir sagen, bis dann und ciao.